Der erpresste Freundschaftsdienst und die Kontakte ins Milieu werden Kowalewski zum Verhängnis. Im November 1989 fliegt er auf. Die Polizei stürmt sein Haus im vermeintlich sicheren Amsterdam. Dabei hatten die Beamten gar nicht nach ihm gesucht. Wie lief denn der Tag ab, als die Polizei kam und dich, ja, immer anderen auch hier rausgeholt hat, ne? Ja, klar, sicher. Das war auf einmal ein Riesenkrach gemacht. So. Wie viele waren das? Bestimmt 10. Alles so große Männer. Schwer bewaffnet. Ja, klar, logisch. Mit Maske und so, ne? Was war mit Frauen und Kindern? Die waren, glaube ich, auch irgendwo, ich weiß nicht, unten oder oben. Das weiß ich gar nicht mehr, wo die waren. Du bist hier in Handschellen raus, ne? Ja, ja, klar, sicher. Zack, ins Auto und weg. Du gehst immer über dieses Emotionale so hinweg. Zerreißt dir das? Hat dir das nicht das Herz zerrissen? Ja, das war schon ziemlich scheiße. Das war schon ziemlich scheiße, aber was sollst du da machen? Kinder und Frau, ja, die Frau, ja, die war fix und fertig, aber die Kinder, die waren zu klein. Die Zwillinge, die waren dann mittlerweile, glaube ich, wie alt waren die jetzt dann schon? Ja, und das, der war 3. Da war noch nichts, was irgendwie zurückbleibt. Was zu bezweifeln wäre, setzt man sich mit Kinderpsychologie etwas intensiver auseinander. Kowalewski gelang die Flucht aus Deutschland, was schon außergewöhnlich genug ist. Jetzt sitzt er wieder in Haft, diesmal in den Niederlanden, in dem Knast, der zu den sichersten in Europa zählen sollte. Diesmal lautet die Anklage Hehlerei. Nur durch Zufall bemerken die Beamten, dass sie einen geflohenen und in Deutschland gesuchten Straftäter geschnappt haben und verschärfen die Sicherheitsbedingungen. Kameras in jedem Winkel des Geländes, die Mauern noch unüberwindbarer, NATO-Stacheldraht mit messerscharfen Schneiden und natürlich jede Menge bewaffnetes Wachpersonal. Detlef Kowalewski scheint all das nicht sonderlich zu beeindrucken. Jetzt sind wir bei den Filmklassikern. Ich nehme meinen Laken, zerreiße das, knote das aneinander. Ich bin da oben von dem vierten Zelle, da oben bin ich runter. Wie viele Meter sind das? Ich weiß nicht, 16. Da bist du runter? Ja. Nicht dein Ernst? Ja. Also du brauchst sehr, sehr, sehr starke Nerven und auch einen starken Charakter, um das durchzustehen. Aber mich hält keiner auf. Die haben der Technik total vertraut. Das war absolut fatal. Für die, nicht für mich. Weil ich habe schnell gemerkt, dass Technik ja überall auch Schwächen zeigt. Und die habe ich dann ausgenutzt. Regelmäßig schaut er in das Büro des Wachpersonals. Dabei fällt ihm auf, je schlechter das Wetter, desto mehr Außenkameras fallen aus. Den Tag des Ausbruchs habe ich ausgewählt, weil an diesem Tag ein Sturm über Nordholland gezogen ist. Und ich wusste, dass die Digitalkameras dann keine anständigen Bilder mehr brachten. Die Utensilien besorgst du ja dann im Knast. Und dann habe ich auch die Säge gekriegt. Dann hat man mich dann ein paar Tabak gekostet. Und ja, ich habe gesägt 2 Wochen lang auf so einen Millimeter, mal schön wieder zugemacht mit Zahnpasta und ein bisschen Asche, so in den Ton genau gesucht. Und diesen Millimeter kannst du ja dann ganz schnell wegmachen, so, ne, an dem Tag, wo du abhauen willst. Sonst den Rest hast du in jeder Zelle. Matratzenbezug macht auch ein gutes Seil. Um 9 Uhr morgens ging dann die Runde, ey Leute, heute müsst ihr drinnen bleiben, ihr kommt nicht raus, weil eine Kommission aus Brüssel kommt. Und die kommen, weil das der sicherste Knast in Europa sein wird. Und die wollen das Modell praktisch überall in Europa hinsetzen, weil der halt so sicher ist. Ja, dann die Kommission war um 5 weg und ich um 7. Das war mal ein Hochsicherheitsgefängnis. Ja. Und das ist ja wie bei den meisten Gefängnissen nicht einfach, ne? Weil du hast Zäune, du hast Kameras, du hast Strom, Stacheldraht. Und trotzdem bist du hier rausgekommen. Richtig ausgebrochen ist ja noch nie jemand, ne? Ich glaube, einer hat mal einen Tunnel gemacht. Irgendwie einer, der da gearbeitet hat, der hat irgendwo einen Tunnel gebuddelt. Und ist dann aber einen Tag später irgendwie auch wieder gekascht worden und dann in eine andere Zelle gesteckt worden.
Das heißt, das ist überhaupt der Hof jetzt auch gewesen, wo ihr Hofgang hattet? Genau, wir haben hier unsere Runden gedreht. Okay. Und da hier auf dem Hofgang habe ich mir auch denjenigen rausgesucht, der mit mir mitgeht. Okay. Verstehst du? Ja, es ja. gibt Leute, die gehen hier und sind in Gedanken in ihrem Prozess. Und es gibt Leute, die ab und zu mal unauffällig gucken. Okay, und da. Ah, okay. Verstehst du? Ja. Und da habe ich mir natürlich denjenigen rausgesucht, der am fittesten ist. Und nicht irgendeinen, den ich dann helfen muss. So, ihr seid da runter. Hm? Ihr seid hier über den Hof gelaufen. Hier war kein Mensch mehr. Dann seid ihr hier hochgeklettert. Genau. Ich habe gedacht, ich könnte mich so hochziehen. Okay? Okay. An den Händen nur, an ohne den Füße? Händen. Das ist ja ähnlich wie am Seil halt, ne? Aber es ging nicht. Ich rutsch weg und komme nicht rein. So, und dann der Kollege auf die Schultern, hat mich hochgeschoben. So, und dann kam ich mit den Fingerspitzen dran, habe mich hochgezogen. Und dann habe ich mich mit den Knie oben reingehangen und Kopf nach hinten. Und hab meinen Kollegen so hochgezogen. Den Zaun, den wir hatten vor der großen Mauer, den haben wir schnell überwunden. Aber dann die große Mauer war schon ein Problem. Da musste ich dann sehen, dass ich da ganz schnell umdenke, um darüber zu kommen. Nur 3 Wochen nach seiner Ankunft im niederländischen Sicherheitsgefängnis ist Detlef Kowalewski kurz davor, mit einfachsten Mitteln das Unmögliche zu schaffen. War er sich je bewusst, was er alles aufs Spiel setzte? Er hätte bei der Flucht ums Leben kommen können und seine 3 Kinder zu Halbwaisen gemacht. Es fällt mir schwer, so etwas wie Empathie bei ihm zu erkennen. Okay, also ihr seid dann da über die Mauer ganz genau. rüber. Lass mal hin, weil das ist ja jetzt auch wieder so ein 5 Meter noch was Ding. Und der Strom war auch schon da, das sieht ja auch böse aus, ne? Ja, ja. Wie schaffst du das, darüber zu kommen, keine Ahnung, ohne den ich Strom hab zu da, ja, keine Ahnung, ich habe nichts gemerkt. Weil du so unter Adrenalin warst, ja, was fühlt man denn? Ja, ist, man, ist man im Stress? Ist man, ja, ist man das panisch? Dann reißt der sowieso, das Ding knickt dann ein und dann muss ich da irgendwie rüberhangeln. Also wenn da 220 Volt gewesen wäre, dann wärst du runtergeflogen. Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Du kriegst ja einen richtigen Schlag, wenn der Strom ist. Aber wenn du raus willst, du raus. Ne? Also wenn jemand wiederholt ausbrechen kann, auch aus einem Hochsicherheitsgefängnis, dann sagt das, dass er eine so unfassbar hohe Energie hat, sich da nicht einzufügen, stellt sich eigentlich nicht nur neben die Norm, sondern er erhöht sich darüber. Ja? Sagt also, selbst das schafft er nicht. Ja? Wenn ihr mich in ein noch so angeblich sicheres Gefängnis bringt, ich bin schlauer als ihr. Die scheinbar unüberwindbare Mauer bezwingt er mit reiner Muskelkraft und seinem eisernen Willen. Heute steht der einstige Stolz des niederländischen Strafvollzugs leer. Nach Kowalewski sei keinem Gefangenen mehr eine Flucht gelungen, sagt er. Und trotzdem war der gute Ruf dahin. Wer Sicherheitssysteme umgehen will, der muss nicht nur wissen, wie sie im Detail aufgebaut sind, er muss weiterdenken als die anderen. Ja, du musst jetzt erstmal auskundschaften, wie kommt man überhaupt raus? Also immer wenn ihr aus der Werkstatt gekommen seid, habt ihr in der Werkstatt gearbeitet, ein paar Schrauben musstet mehr. Ihr durch den Gang. Ja. Da stand ein Metalldetektor. Richtig. Und der hat geguckt, ob ihr irgendwas habt mitgehen Richtig. Lassen. Und dann war irgendein Typ, der hat immer gedrängelt, der ist immer an mir vorbei, der wollte als erster in die Zelle, der ging mir ziemlich am Sack und den habe ich dann von hinten immer so ein paar Schrauben in die Tasche getan, bis er irgendwann mal gebimmelt hat. Dann durfte er nicht mehr arbeiten gehen, der Arme. Du wolltest aber eigentlich nur wissen, ab wann bimmelt's? Genau, bei 12 Gramm fängt er an zu bimmeln. Das heißt, die Sägeblätter waren bei 6 Gramm Sägeblatt. Sind wir auf der sicheren Seite, dann bimmelt das Ding nicht. Da ist die Fläche zu klein, weißt du? Und da hast du dem Vordermann so viel Schrauben, bis das jeden Tag immer eine mehr, bis dann anfing zu bimmeln. Beim ersten Mal 2, dann 3. Der hat sich wohl immer gewundert, warum er Schrauben in der Tasche hatte, ne? Okay, und dann wusstest du, ich kann ein Sägeblatt mitnehmen aus der Werkstatt, ohne dass das irgendjemand hier merkt. Ja, ja, ja. Ich habe mir eine Säge besorgt, weil ich da basteln wollte. Du kannst ja natürlich nicht sagen, dass du ausbrechen willst da. Das würde ja sofort die Runde machen. Ich bin Künstler und wollte halt basteln. Und dann habe ich auch die Säge gekriegt. Das ist jetzt so ein kleines Fallenblatt. Ja, genau. Da habe ich praktisch 2 Holzstäbe, so eine Seite, 2. Und habe die nur so vorne so ein Stück rausgucken lassen. Mhm. Und damit habe ich dann gesägt, bis die Zähne weg waren. Dann habe ich das abgebrochen. Dann habe ich das nächste Stückchen genommen. Also das... Wie lange hast du gesägt? 4 Wochen. Wie lange am Tag? Boah, 5 Stunden. 5 Stunden am Mindestens. Tag hast du gesägt? Mindestens, ja. Aber du kannst doch nicht 5 Stunden... Das hört doch irgendjemand, hört's doch. Nee, ich hatte ja Musik laufen hier immer. Ne? Metal. Da tut sich gar nichts. Da tut sich gar nichts.
brauchst Geduld und einen Willen zur Freiheit. Beides hat er im Übermaß. Er sägt und flieht. Ja, und 2, 3, 4 Wochen später kam dann morgens wieder die Nachricht, der ist in Amsterdam wieder weg. Ne? Weil wenn es nicht so ernst gewesen wäre, hätte man darüber lachen können. Ne? Aber es war schon, ja, wir haben alle schon die Augenbrauen hochgezogen. Neues Gefängnis, Königin hat es eingeweiht, ne? Das Beste, was es gibt in Europa. Da geht ein Deutscher über die Mauer. Ne? Das war ja, da hat keiner drüber gelacht in Holland. Ne?